Das Eis zwischen Europa und dem Osten schmilzt. Polen mit dem Osten. Für Polen ist der EU-Beitritt ein Höhepunkt. Die Eisschmelze in den Polen ist am Hochpunkt. Die Temperaturen erreichen nicht ihren Tiefpunkt. Viele Jäger starben am Nordpol in der Kälte. Sie verpassten ihren Wendepunkt. An der zweiten Ableitung? An der zweiten Abzweigung. Sie hatten eine Abneigung gegen Pinguine. Pinguine tragen einen Frack. Gauss trägt auch einen Frack. Der 10-Markschein trägt Gauss. Und die Glockenkurve? Hat die Glockenkurve Pole? Nein. Die Pole neigen sich nicht. Sie sind eben. Pinguine auf der Polarebene? Nein, Eisbären. Und Eskimos? Eskimos leben in Igloos. Eskimos tragen keine Kimonos. Kimonos leben in Japan. Newton ist kein Japaner. Japanische Hochseekapitäne jagen Fischstäbchen. Wie Captain Iglo. Ich habe Hunger. Es gibt Fisch. Ich muss von Fisch brechen. Wer bricht, hat wieder Hunger. Hunger ist ein rationales Problem. Gebrochen rational? Gebrochen rational sind nur Funktionen. Gebrochen rational ist begrenzt. Unser Wissen ist auch nur begrenzt. Der Verstand ist begrenzt. Verstandbedingt verstehen. Ich verstehe die Schotten nicht. Schotten konsumieren auch nur beschränkt. Newton ist kein Schotte. Haben schottische Hochlandbauern Verstand? Verstehen schottische Hochlandbauern Kant? Kant ist kein Mathematiker. Aber Leibniz ist Mathematiker. Gute Kekse werden von Leibniz gemacht. Nur echt mit 52 Zähnen. Schottische Hochlandbauern haben keine 52 Zähne. Sie haben 52 Whiskyfässer. Was machen Sie damit? Schotten pumpen ihre 52-zähnigen Leibniz-Fässer in ihre 52 Whiskykekse. Mann, sind die Schotten dicht. Die Steuern bringen das fast zum Überlaufen. Sogar schon Alkoholsteuer auf Fassbier. Da nimmt sich der Staat schon fast zu viel heraus. Vor allem die Alkoholsteuer bringt das fast zum Überlaufen. Wir bewegen uns im Kreis. Nicht wir. Die Erde dreht sich im Kreis. Sie beschreibt einen Kreis. Sie beschreibt eine Ellipse. Diese Ellipse entdeckte Kepler. Kepler entdeckte die Fassregel. Die Fassregel Simpsons war besser. Homer Simpson? Homer ist kein Fisch. Homer ist kein Fisch. Homer ist Grieche. Newton ist kein Grieche. Griechen beobachten die Sterne. Kepler beschrieb die Sterne. Dabei trank er Fassbier. Und Fassbier erfordert die Fassregel. Die Fassregel wurde integriert. Die Fassregel ist ein Integral. Das Fass wurde integriert. Alkoholsteuer auf Fassbier hat ein Integrationsproblem. Aber integriertes Fassbier ist alkoholfrei. Damit ist das Fass geleert.